Hallo Leute, hier ist wieder euer Garthawk. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Déjà vu. Moment. Bob on Battlefield. Ja, hallo Leute. Wir spielen Super Mario 64. Ja, ich weiß, das Projekt ist abgeschlossen. Ja, ich weiß, ich habe wieder nur 2 Sterne. Und ja, ich weiß, ich habe 0 Leben. Das ist der Sinn an der Sache. Wir spielen nämlich heute nicht einfach nur so Mario Super 64. Ja, das Spiel heißt Mario Super 64. Googelt's, wenn ihr wollt. Wir spielen eine kleine Challenge. Eine Challenge, auf die ich zufällig gestoßen bin. Und zwar spielen wir die Green Demon Challenge. Was ist die Green Demon Challenge? Die Green Demon Challenge sagt eigentlich nichts anderes, als dass wir hier im Bob on Battlefield, so beweise ich, habe 0 rote Münzen, wir müssen alle 8 roten Münzen sammeln und den Stern den rote Münzstern sammeln. Hört sich jetzt erst einmal nicht so spektakulär an, weil das haben wir auch schon im normalen Let's Play gemacht. Aber die Green Demon Challenge hat einen kleinen Feind, den Slender unter den Marios. Und zwar einen Green Demon, wie man sagt. Und zwar den hier. Das hier ist der Green Demon. Er ist leicht schneller als wir. Na gut, es geht eigentlich nicht, aber wir müssen ihm ausweichen. Ziel ist es, alle 8 roten Münzen und den Stern zu sammeln, ohne dass wir diesen Pilz einsammeln. Wir können jetzt den machen und haben ihn eingesammelt. Und damit wäre die Challenge auch schon zuerst einmal vorrangig weg. Natürlich werde ich viele Versuche dafür brauchen, weil ich habe es noch nie selber gemacht. Das hier war jetzt der erste, also das hier war jetzt Anfangszeit 1. Wir haben ja da oben unseren Lebenscounter, der praktischerweise jetzt auf 1 steht. Damit können wir zählen, wie viele Versuche ich brauche. Wenn ich ein Leben einsammle, gehe ich zurück. Das gilt im Übrigen für alle Leben. Die Green Demon Challenge. Ich habe keine Ahnung mehr, von wem sie war. Das hätte ich vielleicht nachgucken können. Aber schwamm drüber. Das passiert. Wir spielen die Green Demon Challenge. Warum spiele ich sie? Erstens, weil ich Bock drauf habe. Und zweitens, weil in letzter Zeit ist echt wenig bei mir passiert. Hallo Cooper. Besonders auf dem Kanal. Einfach, weil ich habe halt in letzter Zeit echt wenig Zeit. Es tut mir auch unglaublich leid. Ich würde so gerne einfach weitermachen und deshalb so ein kleines Entschuldigung und sorry. Okay, damit würde ich sagen, starten wir die Green Demon Challenge. Und los geht's. Renne. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wo alle Münzen sind. Im Übrigen, dieser Pilz ist nicht abschüttelbar und selbst durch Teleports können wir ihn kriegen. Ah, da ist er! Da ist er! Geh weg! Nein! Geh weg! Scheißdreck! Okay! I see what you did there. Telefon, nein! Ungünstiges Timing. Ich würde sagen, ich unterbreche hier jetzt mal ganz kurz die Aufnahme und bis gleich. So. Entschuldigt, Freunde, die Pflicht hat gerufen. Und wenn ich Pflicht sage, meinte ich, das Essen war gut. So, gehen wir wieder in Bob on Battlefield und starten Versuch Nummer 2. Befreie den Kettenhund. Nö, mache ich nicht, aber weil ich ihn schon befreit habe. Einfach nur so. Weil Testaufnahme und sowas. Ich habe übrigens auch keine Flugkappe. Die dürfte man sich normalerweise auch holen. Genauso wie man zuerst das Rennen des Coopers machen könnte. Um sich halt eben entsprechend den Cooper zu holen. Und das geht los. Na los, du. Lauf. Der da wird meiner Meinung nach ziemlich schwer. Wow! Geh weg! Nein! Geh weg! Geht alle weg!
Was ist das? Nein! Ich habe ihn eingesammelt. Blöder fucking Pilz. Du Arsch. Du bist ein Arsch. Ein großes Arsch. Okay, ich sehe schon. Der kennt keine Gnade. Aber egal, ich kenne sie auch nicht. Ich bin hart im Nehmen. Ich bin wie ein Gummibärchen. Zäh und süß. Ja, das sind die primären Eigenschaften eines Gummibärchens. Glaube ich. Ich habe Lust auf Gummibärchen. Und los geht's. Versuch Nummer 3. Ich denke... So kann ich mir die erste holen. Oh. Da ist noch eine zweite. Dritte hole ich mir beim Rückweg. Denke ich. Hoffe ich. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht... Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ja. Verdammt! Ich hasse das! Tauche nicht hinter mir auf. Okay, Versuch 4. Ich überlege mir übrigens auch, ob ich diese... bei den nächsten Versuchen, ob ich da einfach rausschneide, wie ich hinlaufe. Um einfach das Video nicht so zu strecken. Das ist auch übrigens was. Ich werde höchstwahrscheinlich demnächst, also das hier könnte sogar das letzte Video sein, dass ich auf die alte Methode, wie ich es die ganze Zeit mache, mit Virtual Dub, rendere und Versuch Nummer... Das alte das letzte Video sein, dass ich mit Virtual Dub rendere und nicht mit... Mario, hör auf damit! Stop it! Weil demnächst werde ich mir wohl ein kommerzielles holen. Und für die, die nicht wissen, was kommerziell heißt, kostenpflichtig. Und jetzt geht's los. Versuch 6. Erste Münze. Gut. Bleiben 7. Zweite Münze. Okay. Jetzt werde ich einfach den Weg nach oben nehmen. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Scheiße! Geh weg! Guck mal, hilf mir! Verdammt! Nein! Geh weg! Nein, 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 nein! Nein! Geh weg! Da ist er, da ist er! Geh weg! Hör auf, mich so niedlich anzugucken! Du bist nur ein Pilz! So, 4, da oben. Ich komme da nicht so hoch, ich muss von oben runterrutschen. Übrigens, der kann durch Wände durch. Nein, 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 nein. Geh weg. Du Scheißkugel! So, Versuch Nummer 8. Nee, 7. Scheißegal. Zahlen. Zahlen sind Schall und Rauch. Was mir zählt, sind Münzen. Viele Münzen. I need money. More money. Money for the money god. Und ich bin dran vorbeigesprungen. Geh weg. Das war knapp. Hab dich. Puh, der war knapp. Renn, Mario. Renn. Run, Forest. Run. Run for your life. Ich weiß nicht, wo er ist. Hinter mir. Wo ist er? Oh nein. Wo ist er? Scheiße, der hat sich irgendwo festgeglitscht. Das ist nicht gut. Nein. Da ist er. Da ist er. Geh weg.
Das ist das Schlimme, wenn die sich festgeschissen, sie können die überall sehen. Wenn der sich festglitscht, ist er irgendwo. Bin ich auf dieser scheiß Ecke gelandet. Das Schlimme ist, ich glaube, ich habe eine Münze, ich weiß nicht mal, wo eine Münze ist. Also ich weiß nicht, wo die ist. Beziehungsweise ich habe einen Verdacht, aber das will mir nicht gefallen, dass die dort ist. Renn, renn. So. Nicht ein bisschen vergrößern. Sich drehen, da ist er. Geh weg. Geh weg. Oh, ich hasse das, diesen... Warum hat man das auf dieselben Tasten gelegt? So. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich hasse diese Stampfattacke. Na, das war's. Ich wollte den Baum nicht treffen. Ohne den Pilz wäre das echt viel einfacher. Und dann wäre die Challenge witzlos. Muss man ein bisschen Distanz gewinnen. Der kam. Nein. Ich weiß immer noch nicht, wie ich an die Münze auf der fliegenden Insel drankommen soll. Und das war... Ah, das nervt so! Dass Mario da immer hochgeht. Und los geht's. Versuch 13. Ich hab da oben die Münze vergessen. Scheiße. Nein, geh weg. Nee, nicht Yippie. Deswegen ist der hierher. Goomba, aus dem Weg. Ich bin Arzt. Lass mich durch. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Und Klempner. Und hin und wieder auch Sportass. Trotz dieser Wampe. Und die... Scheiß Treppe! Ja, und die Dinger kann man treten. So. Beste Gotthold, spielst du die Green Demon Challenge? Stimmt Spaß. Wie bin ich auf die beschissene Idee gekommen? Ja, lustig. Du magst es ja ein bisschen schwerer, ne? Du magst es hart. Das ist... Geh weg, du Pilz. War ja so klar, dass er mich erwischt. So. Wenn ich übrigens wieder erwarten mal in der Aufnahme draufgehe oder sowas, dann werde ich mir einfach off-game 2 Leben holen, damit die Zahl wieder passt. Wird. Dann ist der Versuch hier auch vorbei. Die kriege ich mittlerweile. Wie gesagt, aber die Münze... Beim Kettenhund, da habe ich noch keine Ahnung, wie ich das wirklich machen soll, effektiv. Eventuell direkt drauf zurennen. In der... Hoffnung! Oh, Gott, da ging mir ein bisschen Pipi in die Hose. Beziehungsweise... So triggern. Rüberspringen und dann... Irgendwie wegkommen. Ich sehe nichts mehr! Puh.
jemals zurück. Jetzt sehen wir dich, Pipi in der Hose. Gott! Verdammter Pilz! Verdammt, da ist er wieder! Geh weg! Ich glaube, ich weiß übrigens wieder, wo die letzte ist. So. Geh weg. Ich will dich nicht mehr sehen. So. Bei der rate ich auch eher nur, ob ich hinspringe. Ich meine, ich weiß doch mittlerweile, dass er da ist. Und trotzdem, das ist immer nur wieder scheiße, wenn der hinter einem auftaucht. Das ist so gemein. So. Aber der Sprung da eben, das war auch, also im letzten Versuch, der war auch eher so rettungsmäßig. Verzweiflung. Danke, Catnot, fürs Dicht erwischen. Nein. Ah. Ich dachte, das reicht. So, Versuch Nummer 17. Und weg mit mir. Wie gesagt, eine Münze weiß ich, wo sind. Ich weiß, glaube ich, wo alle 8 sind. Das Schlimme ist, die eine ist auf der Floating Island. Also oben. Wo ich... Ich meine, ich habe die Kanone aktiviert, vorsorglich, aber... Das... wird echt blöd. Bin echt angestrengt gerade, ne? Aber die andere weiß ich, wo die ist. Nein! Danke, Popom! You are my friend! Thanks! So. Jetzt auf die Kugeln aufpassen. Schlimmes hier, glitscht er sich gerne fest. Zumindest mal aus dem Video, das ich analysiert habe, dass ich... Ich glaube, das ist eine echt dämliche Idee gewesen, aber gut. Aber ich brauche die Chance, da ist die Münze, die ich verpasst habe. Da ist übrigens noch ein Leben, das sammeln wir nicht ein. Ich weiß übrigens nicht, wo er ist jetzt, weil jetzt hat er sich festgeglitscht. Das heißt, er kann überall sein. Beziehungsweise, der glitscht sich irgendwie ganz random durch den Boden durch. Aber er ist noch da, irgendwo. Jetzt heißt es Augen offen. Ich hoffe nur, ich könnte die Gelegenheit nutzen und mich mit der Kanone schießen. Nicht von hier? Nicht von hier. Ich muss von da drüben. So. Ich habe gerade ein bisschen Verschnaufpause, weil ich nicht weiß, wo er ist. Das ist ganz gut und schlecht zugleich, weil ich nicht weiß, wo er ist. Er wird wahrscheinlich auf dem Weg zur 8. Münze. Brauche ich eigentlich noch. Wahrscheinlich, wenn ich mich vorbeischieße, treffe ich den Pilz. 5 habe ich. Moment. Nee, da oben ist kein... Ist da oben noch einer? Nee, die sind da hinten. Das heißt, ich kann die Nuzlocke-Challenge. Ich gewinne die Nuzlocke-Challenge. Ah, seine kommt natürlich jetzt irgendwo angeflogen aus der obskuren Richtung.
Augen offen halten, Garthog. Augen offen halten, nicht, dass er hier rumfliegt. Und mich dann auch im nächsten Moment. Er ist nicht da. Is this possible? Ah. Mir ist gerade gar nicht, wie erleichtert ich bin. Der hat sich irgendwo hingeglitscht und ist da nicht mal rausgekommen. Das war echt Glück. Das war saumäßig Glück. Gut. So viel zum Thema Green Demon. Ja, ja. Gibt diese die Green Demon Challenge kann im Übrigen noch in anderen Level gespielt werden. Überall, wo man halt eben einen verfolgenden Pilz hat und da in jeder 8 rote Münzen gibt, kann man sich eigentlich in jeder Welt, in der es etwas gibt, spielen. Wenn sie mal selber ausprobieren will. Ich habe gerade Pipi in der Hose. So. Ich werde jetzt noch den Pilz trollen. Ich habe ihn besiegt. Ich bin echt stolz auf mich gerade. So, komm, wir gehen spazieren. Los. Einfach mal so. Ja, damit würde ich sagen, das war die Green Demon Challenge. Da fliegt er nochmal so ein bisschen Ehrenrunde. Ich hoffe, euch hat diese kleine Let's Challenge gefallen. Und wenn euch das gefallen hat, dann werden wir mal sehen. Dann lasst mir ja mal gerne einen Kommentar da, was euch denn gestört hat, was euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat. Und gegebenenfalls, zu gegebenem Anlass, werden wir dann noch andere Challenges spielen. Ich werde auch nochmal gucken, dass ich rausfinde, wer das Ding eigentlich überhaupt entwickelt hat. Und würde sagen, mein Name ist Garthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Hi, Cooper. Ja, ein Rennen, das können wir doch machen. Los. So. Und würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und... Ciao, ciao.